Alter, was geht ab, Leute? Hongi, heute mal wieder mit einem Update meiner EP. Ich bin nicht ganz bei 160 Millionen. Bisschen fehlt noch. Moment. So. Fehlt noch 140.000, was eigentlich nichts ist. Also für mich. Für manche ist es relativ viel. Im Livestream fragen mich immer Leute, ja, wie viele EP hast du? Jetzt habe ich wieder eine neue Grenze überschritten. 8 mal Level 40. 7 mal Level 40 übrigens am 13.02., also vor 2 Monaten, überschritten. Ich muss sagen, das ist ein richtiger Zufall, dass ich denselben Pulli an habe. Ich habe den gerade angezogen, Video angemacht und dann gesehen, heute selber Pulli. Das ist echt krasser Zufall. 2 Monate den Pulli nicht angehabt und dann genau bei dem Video hatte ich den Pulli an. Und auch Cap, auch kompletter Zufall. Ich war gestern erst Haare schneiden, aber habe momentan kein Haarspray da. Das muss ich mir erst kaufen. Deswegen die Cap. Also ich sehe genauso aus wie vor 2 Monaten, was halt krasser Zufall ist. Morgen ist C-Day, da kommen wieder ein paar neue Freunde hinzu. Beste Freunde, Überfreunde. Da geht's wieder ab mit den EP. Und der Bonus des C-Days ist dreifach EP mit Glück sei sechsfach. Da kommt wieder ein bisschen EP dazu. Deswegen wollte ich das Video heute machen, auch wenn ich nicht ganz bei 160 Millionen bin. Weil morgen kommt dann wieder so ein krasser Schub. Da gehe ich eh wieder Richtung 170 Millionen mit dem EP-Boost. Ich mache ungefähr 10 Millionen im Monat. Ich weiß, der Spieletrend hat letztens ein Video hochgeladen, da hat er 20 Millionen im Monat gemacht. Also Spieletrend geht momentan richtig krass ab. Der holt langsam auf, der Schlingel, da muss ich echt aufpassen. Vor allem in letzter Zeit mache ich ja nur AG, da kommt nicht so viel EP dazu. Aber ein Ziel von mir ist ungefähr 200 Millionen. Also vor Dortmund, in Dortmund, zum GoFest. Müsste ich irgendwie schon schaffen und dann für das Jahr wahrscheinlich sowas wie 250 Millionen. Sollte machbar sein. Vor allem mit diesen 10 Millionen EP pro Monat Schritt. Aber vergleichen wir mal die Statistik zu 140 Millionen. So, Play. Ich schalte mich mal stumm hier. Den Hong der Vergangenheit. So, erste Medaille. Champion. Ich habe seitdem 38 normale Raids gemacht. Hauptsächlich für die Gold Arena. Da war ja das ein Event, oder? War das davor schon? Ah, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall versuche ich hier und da mal einen unterzubringen. Erstens für die Medaille. Zweitens für die Arena-Punkte. Oh. Yo, Forscher. Forscher war ich echt schwach und bin es immer noch. Ich habe 1300 ungefähr gemacht. In 2 Monaten. Also ich kenne einen, der hat am Tag, am Quest Day 400 Quests gemacht. Manchmal juckt es mich schon in den Fingern. Da denke ich mir, wenn ich jeden Tag die Quest der Gute mache, wie schnell ich das hochfahren könnte. Aber ja, dann habe ich eher Bock auf Vorgehen. Aber wenn ich irgendwann mal keinen Bock mehr auf Vorgehen habe, dann werde ich jeden Tag die Quest der Gute machen und da ein bisschen diese Medaille pushen. Gerne natürlich immer unten in die Kommentare eure Statistik und ob ihr mich da schlagt oder nicht schlagt. So. Nächste Medaille tauschen. Seitdem habe ich nicht viel getauscht. Es müsste nicht viel höher sein. Ja, ich habe 500 Mal getauscht. Ungefähr. Nicht mal ganz. In 2 Monaten. Das ist halt echt nichts. Vor allem jetzt mit dem Glückstauschen, garantierten, muss man ja noch weniger tauschen. Da tauscht man ja nur noch den Glücks. Meistens. Dazu mache ich vielleicht noch ein Video. Also mir fällt gar nicht ein, wieso man jetzt normal tauschen müsste oder sollte. Dann, beste Freunde, habe ich seitdem 30 mehr gemacht. 30 beste Freunde. Wahrscheinlich die meisten mit Glück sein, sind einfach 6 Millionen. Heftige Sache. Also von diesen 20 Millionen sind 6 Millionen durch beste Freunde. Gelaufen. Interessant. Ich hatte 8.700. Jetzt habe ich 9.500. 800. Ungefähr, ja. 800 in 2 Monaten, 400 im Monat. Mein Schnitt ist eigentlich ungefähr 10. Plus dann irgendwelche Events, wo man ein bisschen mehr läuft. Kommt hin. Alles gut. Dann gefangen. Dürfte auch nicht so stark mehr sein, weil ich mache eigentlich echt alles nur noch mit dem. Bin da echt voll geworden und ja, die Fänge interessieren mich jetzt nicht so sehr. Habe nur, also da hatte ich 166.000. Jetzt habe ich 178.000. Nur 12.000 mehr. 6.000 Fänge im Monat, das hat echt gar nichts, Mann. Das machen Leute. Ach, das ist echt extrem wenig. Vielleicht sollte ich mich da doch etwas mehr bemühen. Nächstes, kämpfen. Hatte ich 22.000. Jetzt habe ich 28.000. 6.000 Kämpfe, 3.000 im Monat. Ja, 100 am Tag ungefähr.
Radfratz. 2024 hatte ich. Jetzt habe ich 2077. Die kommt einfach so. Aber interessiert tut es, glaube ich, eh niemanden. Dann haben wir Pikachu. Ja, die einzigen Pikachu, die ich seitdem gefangen habe, waren diese mit Ash Cap für April. 1565 hatte ich und jetzt habe ich 1657. Alter, ich habe fast 100 Pikachu gefangen. Woher kommen die denn, Mann? Hatten wir irgendein Pikachu-Event? Ah, ja, ja, hatten wir. Mit Blumenkranz. Bergen gefüttert. Ich hatte 43.000. In 2 Monaten habe ich gefüttert. 8.000 Bergen. 8.300 irgendwas, um genau zu sein. Ist das viel? Ist das wenig? Ich weiß es nicht. Oh, Arena-Stunden. Verteidigungsstunden. Ich hatte 30.000. Was halt echt nichts ist. Jetzt habe ich 37.000. Alter. In 2 Monaten. Das ist schon echt heftig, wie kurz ich in den Arenen hocke. Vor allem stelle ich mir vor, wenn ich länger drin hocken würde, wie schnell die auf Gold kommen würden, die Arenen. Alter, ich muss echt. Echt so hart, wie ich da kämpfen muss. Echt schade. Entwickeln. Ich hatte 27.684. Also 27,7 ungefähr. Entwickeln habe ich 29 jetzt. War doch schon ein bisschen. Alter, ich gehe Richtung 30.000. Bisschen entwickelt. Gebrütet. Ich glaube, ich habe seitdem keinen einzigen Super-Inkubator eingesetzt. Nur den normalen. 3.199 hatte ich. Jetzt habe ich 3.335. Vor allem das in 2 Monaten. Das sind 136. In 2 Monaten. Das sind 67 im Monat. Das sind 2 am Tag ungefähr. Kommt ungefähr hin, ja. Pokestops gedreht. Ich habe ja jetzt meinen eigenen Pokestop. Mal schauen, wie sich das ausgewirkt hat. Ich habe 9.000 ungefähr gedreht. Ne? 10.000 ungefähr gedreht. 10.000? Legendäre Raids habe ich gehabt. 1.162. In 2 Monaten habe ich geradet. Jetzt habe ich 1.385. 223 Raids in 2 Monaten. Das heißt 111 oder sowas. 115, 116. Das heißt 116 Raids in einem Monat. Das heißt ungefähr ja, 4 Raids am Tag. Trainieren. Alter, trainieren ist tot, Mann. Das Einzige, was ich mache, ist der eine Trainingskampf am Tag. Ich bin jetzt kurz vor 5.000, ja. Okay. Naja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ich hatte mal vor, die manuell künstlich jeden Tag nebenbei einfach hoch zu pushen, aber das ist dann irgendwann so öde geworden, das habe ich einfach nicht mehr gemacht. Einfach so hart zum Zocken oder ein Video machen oder sowas oder Video schauen und nebenbei einfach hochtrainieren, aber habe ich dann irgendwann gelassen. Vielleicht mache ich es irgendwann mal, damit ich die 10.000 erreiche oder sowas, aber ja, keine Ahnung. Was gibt es sonst noch so für Medaillen? Ja, die unten haben wir uns nicht angeschaut. Das war's, glaube ich. Was auch interessant wäre, ab jetzt mache ich das, sind natürlich die Anzahl der Goldarenen. Mal schauen, wie viel ich in der Zeit gemacht habe. So, ich habe momentan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 67 goldene Arenen. Mit ein paar, die demnächst, ja, die in Bearbeitung sind. Da wird eine Menge jetzt demnächst noch gefarmt. 67 goldene Arenen, das merken wir uns für das nächste Video. Aber das war's erstmal von mir, Leute. Wie gesagt, eins der Ziele, momentan eigentlich Gold ergehen. Aber 200 Millionen EP bis zum GoFest irgendwann im Juli. Müsste machbar sein. Sind halt noch 3 Monate und es fehlen noch 40 Millionen. Und wie gesagt, ich mache eigentlich pro Monat immer 10 Millionen. Das heißt, müsste da ein bisschen reinhauen. Ich denke, Deutschland-Tour, Glück sei an, neue Städte, neue Stops drehen. Das haut schon rein. Und dann Ende des Jahres 250 Millionen, irgendwie sowas, sollte machbar sein. Weil 200 Millionen bis Juli. Dann habe ich ja noch 5 Monate und 5 Monate mal 10 Millionen wären dann halt diese 50 Millionen. Sollte machbar sein. Schreibt unten in die Kommentare, wie viel EP ihr habt und was so eure Ziele für dieses Jahr sind. Seid ihr noch EP-geil? Macht ihr das noch oder? Oder was für Medaillen pusht ihr momentan? Welche Medaillen wollt ihr ganz oben sehen? Und bei welchen Medaillen seid ihr ganz oben? Welche von denen habt ihr richtig krass viel? All das unten in die Kommentare. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab.
Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.